Irgendwo in Mexiko. Schöner Film übrigens. Okay, hier sind wir bestimmt in der Silence. Oh ja, genau. Sehr gut. Der Silence-Versuch beginnt mit zwei Morden und einer Explosion. Ja, läuft, funktioniert. Infiltration. Hört ihr das gesprochene Anführungszeichen? Draußen überall Waffe rum, gell? Crazy shit. Und hier kann ich einen Bohrer anblinken, der hinten ist. Gucke. Oh, ich hab eine Schlüsselkarte. Scheiß auf den Bohrer. Sturmgewehre! Koks! Oh, laute Leute da draußen. Ich mach mal, ich such schon mal das Flugzeug. Hab's gefunden. The plane we're looking for. Get the loot inside. Then give it some fuel. Oh, fuck, Kopf. Time to start looking for that stash of merch. Oh nice, wir können das Zeug auch hinliefern. Sehr gut. Ich liefer mal. Ich sammle alles, was ich finden kann und liefer. Jo. Ich baue schon mal eine Line auf die Fenster. Und all der Koks, ey, du. Da oben ist Geld, oder wie? Hä? Hier ist überall Geld, glaube ich. Also wir müssen auch das Meth von unserer Karre noch weg, dann war da unten noch so ein Spielfächer, die waren, da war Kokain und Waffen. Danke schon mal mit Meth. Draußen liegen ja überall Waffen rum, also. Ich kümmere mich schon mal um die ersten. Aber aus irgendeinem Grund liegen da nur noch 8 Waffen. Haben wir eben auf der Map ein riesiges Waffenlager übersehen oder so? Kann sein, ja. Da also. Bis bei 6,99. Tschup! So, erstmal schön Sturmgewehr eingelagert. Na. Jacqueline. Ups. Och, es ist ein fetter Tresor hier ohne. Ach, ja? Du Sau, Alter, Spiel. Martin? Ja? Wir haben hier mit einem offiziellen Öffnungsbefehl. Ich hab nichts zum Öffnen da. Hi. Wieso hast du hier noch keine Bohrer gesetzt? Ich bin dann links durch die Tür gegangen und dann also alle Bohren. Aber wenn du hier durch die Tür gehst und da runter in den Keller, dann hast du da einen fetten Tresor. Marsch Allah. Aber man kann es nicht knacken. Ne, ich habe schon nichts gemacht. Aber Keycard zeige ich dann, wenn wir irgendwie 2 Stück. Ich hab irgendwas Cooles gefunden. Was? Da hat er mich angetaset. Bei ihm steht da blaue Geld, aber ich hab bis jetzt alles gefunden, nur kein Geld. Ich hab Koks. Ich auch. Aber was ist alles hier? Nee. Oh, Alter, Waffe. 650.000 für Meth, Leute. Eine Tüte Meth einfach 650.000, what the fuck? Und wir haben davon 5 Stück oder so? 4. Alter, 4, ja egal, Walla, yeah! Yankee hat morgen Meth. Wieso stirbst du nicht? Na also. Haben wir schon einen Zielort, ja, ne? Einen Ablageort? Ja, haben wir schon, ja, 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 sind markiert. Schluss, glaube ich. Da wo das Melf gelandet ist. Ich knack mal noch den anderen Hangar, vielleicht steht da drin ja ein paar Kegel mit Gold. Und Arte Champagne. Also eine Art von Champagner. Ich hab Geld gefunden.
Sehr gut, und ich habe noch mehr Türen gefunden. Also beim nächsten Mal, wenn wir die Mission machen, muss einer als Ausrüstung C4 mitbringen. Dann können wir die ganzen Dinger einfach aufsprengen. Ist was? Kriegst du eine Schraube? Ich bin ja richtig froh, viva la Mexico! Ramsbobo! Ja, was ist denn hier los für ein Tohuwabohu? Geld. Weißt du denn mit Geld auf, du Assi? Koks! Und nun, Koks. Ich finde schön, ihr Spiel zeigt die Probleme des Kapitalismus auf. Geld bringt nicht so viel Zeug wie Mave oder Koks. Und Sturmgewehre. Angebot und Nachfrage, Brudi. Ich habe ihm die Kniescheiben weggeschossen und ich bereue nichts. Boah, die Sturmgewehre fliegen halt keine Zentimeter. Ja. Wahrscheinlich, weil es Gewehre sind. Meine Winde hier Theorie. Noch rein. So, ich geh mal wieder in die Halle hier hinten. Ja. Und den anderen Hangar müssen wir auch noch rein. Und ich glaube, hier steht ein Spritkanister. Ja, hab ein Spritkanister. War schon jemand im Obergeschoss von den ganzen Hallen? Nee. Ui. Der Kriminell. Geil. Alles, ja. Ich mag die Descent ganz schön wieder. Ja, okay. Nächstes Mal, wenn wir wieder Silent vorgehen, hier, ich hab den Kameraraum gefunden. Ja, den hatte ich auch schon. Ach so, da war ja doch schon jemand oben. Ich hab eben gefragt, ob schon mal jemand oben war. Da hab ich gesagt, nein, ich tue nix. Ich war mir nicht sicher. Sag, was ist denn auf einmal los hier? Ist unser Mate down, hilft dir? Noch nicht. Ich weiß nicht, ob er irgendwie sich auf den Weg macht. Ich bin unterwegs. Martin! Herr Doktor! Ja. Ey, da war auf einmal die Hölle los hier draußen und ich habe keine Muni. Mann, ich habe Muni-Pack beim Flugzeug gelegt. Ja, es liegt ja auch noch irgendwo eins. Ich habe im Zweifelsfall auch eins dabei. Ich kann nur... Aha, so kommt's raus. Ich kann auch nicht dazu. Also einfach eigenes Versagen ist schuld. Alter, fuck, Taser! Ah, ach, jetzt ist der Mate da. Der Mate, wo ist? Also hier draußen liegen noch Sturmgewehre. Wie sieht's denn in der Halle hier aus? Taser! So. Au! Au! Taser's down! Och, hier ist noch Geld, Kokain. Au! 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 Ich will den Taser bitte auch mit einer Explosionsdruck finden. Das ist keine gute Kombo! Ich war zu nah an dem Treffer dran, jetzt hab ich selber Aua gekriegt. Die haben alle keinen Respekt mehr. Und wir helfen da halt. Von was denn? Von mir. Achso. Ja. Also so ein klassischer SWAT-Typ, der lässt sich von mir umdrehen. Aber so ein Billo-Gangster, der holt rum. Nee, ich bin besser als wie du. Du kannst gar nicht. Mary, so, der wird jetzt geteabaggt. So.
Oh, wie schön Tee. Was für einer? Grüner? Schwarzer? Ja, das würde ich jetzt nicht gern wissen. Ehrlich gesagt. Was war denn in seinem Beutel? Was habe ich denn eigentlich für Baupläne? Was bringen die uns? Weiß ich nicht, nimm mit! Ja, die habe ich ja schon lange. Ich kann mit damit ein super Raketenwerfer-Abwehrsystem bauen, das wird alles zur Nuklearbombe verkaufen an die Österreicher. Die rüsten ja bestimmt auch wieder. Nimm ihn, warte, ich werf dir was runter. Kannst du mal weggehen, Junge, du... dieser Bot steht manchmal auch einfach so dumm im Weg rum. Ja, dein einer Polizeibot hat mir ja auch eben ein super cooles Bild versaut, der Penner. Warum stehst du hier? So, was hat mir das jetzt eigentlich gebracht? Ist jetzt irgendwas? So, den zweiten Hangar finde ich nichts mehr drin. Also hier hinten, wo ich gerade stehe, ist noch zweimal Geld und einmal Koks und ein Sturmgewehr in 4 Sekunden auf. Ja, die zwei Geld brauchen wir ja noch. Ja, die sind hier. Ich komm hinter. Ich hole hier draußen noch das Sturmgewehr mit. Wenn man auch die LKWs aufmachen könnte. Da ist noch irgendwo viermal Rüstung. Oder ist es einfach, oder viermal Rüstung? Was ist Rüstung? Ich hab hier eben so Uniform aufgehoben. Okay. Und das nächste Schild. Das Gefühl, wir haben irgendwas noch nicht gefunden, weil angeblich sind ja auch noch drei Brechstangen. Hold them off. Irgendein Gebäude? Hier ist nochmal Benzin, aber das haben wir ja schon. Was fehlt jetzt noch? Wir brauchen noch Gold, Geld. Hier Rüstung, einmal Waffe, einmal Koks, zweimal Geld liegen noch auf der Map. Zweimal Geld liegt bei mir. Einmal Waffe habe ich noch auf dem Rücken. Okay, ich habe einmal Waffe und einmal Koks. Ich habe einmal Geld. Liegen immer noch zwei, weil das was da angezeigt ist, liegen. Mari, werf mal deins rein, deine Waffe. Ja, komm mal bei mir vorbei. Ja. Ich hab bei dir ein bisschen was hingelegt. Ja, einmal Waffen, nur noch viermal Rüstung, zweimal Geld. Ich hab hier noch einmal Koks, einmal Sturmgewehr und zweimal Geld. Ich weiß nicht, was hier das Rüstung heißen soll, aber... Hallerling! Ah ja, dann schauen wir doch mal, wo wir noch nicht waren. Die haben wir alle. Achso, dieser Tresor im Keller, das weiß man nicht, was mit dem ist. Ja, normal müsste da ja F drücken und Keykarte fehlt stehen, aber da steht ja gar nichts. Das ist richtig. Das ist ja auch einfach nur Deko. Okay, bei mir wird bei uns wird eine Brechstange angezeigt. Können wir vielleicht die Autokofferräume aufbrechen? That should be enough to kick the Murkies in the deep. Oh, da ist was mit Wasser. Ja, ich hab Benzin-Ding, das muss ich wahrscheinlich füllen. Ich suche gerade noch Kisten, die wir aufbrechen können, die wir vielleicht übersehen haben. Oder ist vielleicht mein Benzin, um unten im Keller was hoch zu brutzeln? Wenn wir den Benzinschlauch ans Flugzeug machen, dann brauchen wir ja meinen Sprit nicht.
Ja. Mit was habe ich dann einen Benzinkanister auf der Sonne? Willst du irgendwas führen? Dann muss ich mal suchen. Ah. Ich habe eine Transportkiste, die ich knacken kann. Die ist aber leer. Okay, das sieht aber aus wie so eine standard kleine Holzkiste, die hier überall stand. Was soll das? Oh Gott, die ganzen kleinen Kisten sind alle knackbar. Ich habe noch mehr Kokain gefunden! Sehr schön! Werf hier rüber, nicht rüber. Pack das Koks mit! Ach du Scheiße, Mann, ich sehe nur Laser. You need to restart the pump. The bomb gotta be a little more careful, friend. Too much at stake. Ist död. Es kann auch sein, dass der safe ist, weil ich hab. Es gibt zwei Heists auf dieser Map. Eventuell ist der safe auf den anderen. Das untersteht. Ihr werdet zwar entkommen, aber ihr habt den Safe vergessen, Trudy. Lass noch mal hin und knacken. Soll ich mal einen Hebel für den Feueralarm ziehen? Ja. Ich glaube, ich hätte das Kleinste, was die Leute hier juckt. Ach, wieso? Blaue Fässer explodieren nicht. Proved. Da ist eine Transportkiste. Aua! Wie lange müssen wir denn den Schlauch verteidigen? Ja, ach, du musst aber dastehen. Bis es nicht mehr dasteht. Alles klar. Henny here to drop some knowledge. Now, Fritz! Get ready, everyone! Ja, stellt euch in einer Reihe auf, ihr Paradewichse. Ja, Taser laden, aber ich sehe nicht, dass wir noch scheiße drin sind. Noch eine Transportkiste und. Ja, ah. Noch eine leere Kiste. Gibt's da nicht irgendwo? Now you gotta clear the runway by blowing the gates. Prepare the fucking shield! Alles. Das heißt, wir müssen irgendwo C4 finden. Ne, haben wir so. Ich weiß nicht, was dieses Rüstung sein soll, ey. Ich glaube, es tickt. Keine Ahnung, wie man das. So! Oh Gott, schreit doch nicht so! Hab ich doch gar nicht. Ich hab nur oh. So gesagt. Aber laut, ey. Ja, was? Top-Abgang. Bis auf Rüstung, ein Paket, drei Brechstangen und drei Sachen, die brennen, haben wir alles. Also ich muss sagen, bei 5 Euro hätte ich gesagt, lohnt sich. Bei 6,90? Ja. Alter, Leute! Ja. Was denn? This was a good day, friend. Holy shit! A very good day, for sure. Ey, das ist ja Pay to Win the DLC. Wir haben 27 Taschen rausgeschafft. Ja, das ist gut. Alter. Ja, wir sind ja hier, um Money zu machen, damit hier der Kollege Schnellschuh da drüben, ne? Mhm. Das sind, glaube ich, nur noch 30.000 für meinen Offshore. Das schaffen wir nie. Ist zu hart. Dann müssen wir um Spenden bitten.
Oh, Plastik rot, alter Henne. Was ist denn? Matt lila. Trendiges Grau. wo geht sich mein Offshore, wenn ich hier hingehe? In der Lobby bin gar nicht.